So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig, das brandneue und aktuelle Lego Marvel Adventure Magazin Nummer 5 für 4,50 € ist da. Und ja, dieses Video hatte ich ja in das letzte angekündigt. Und wer ist dabei? Natürlich Thor. Nicht der Jubel, sondern der mit dem Hammer. Minifigur. Richtig cool, ist eine Marvel-Figur. Und natürlich ein Booster-Tütchen der Lego Ninjago Serie 6, die Insel. Das Ganze alles für 4,50 €. So, und jetzt mache ich den Thor einmal ab. Vernünftig. Warum? Ich brauche ja gleich ein Titelbild, damit ihr auch wisst, um was es in diesem Video geht. Also, da ist bei Thor. Eine Marvel-Figur. Und leider, ja, diese Thor-Figur oder Thor-Lego-Minifigur, die hatten wir schon mal. Zeige ich euch gleich. Aber nichtsdestotrotz, dazu gibt es ein Booster-Tütchen. Lego Ninjago 6, die Insel. Und jetzt schauen wir aber erstmal in das Magazin hinein und freuen uns, was nächste Mal drin ist. Aber jetzt beginnen wir mir drin rumzublättern. Zwei Poster, bestimmt ganz cool. Hier, wie man die Figur zusammenbaut. Ja, die Beine im Körper, Mantel drüber, Kopf drauf, Friese drum, Hammer und Blitz dabei. Fertig. Hier oben Rätselspaß, Rätselspaß, ihr seht es. Rätsel, Merchandising. Und dann auf Seite 10. Fängt das Comic erst an. Ja, Hulk, Thor, Captain America, Iron Man. Coole Figuren gegen die Bösewichter. Ja, und zu dieses Comic kann ich nichts sagen. Wer es natürlich schon hat durchgelesen, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Wie ist das Comic? Humorvoll, spannend, Action beladen. Und jetzt kommen wir zu den ein Poster mit zwei Seiten. Wenn man es raus hat, ihr seht es, wissenswertes Merchandising. Jetzt erstmal ein Marvel-Poster, wo eben verschiedene Charaktere drauf sind. Nicht schlecht. Rückseite ist natürlich viel interessanter. Der Hulk. Das jetzt in kleiner Original-Minifigur bei. Fantastisch. Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht schlecht, das Bild. Packe ich mir erstmal eine Seite. Und jetzt blättern wir natürlich weiter in das Marvel-Comic drin herum. Hier seht ihr schon Merchandising, die Lego-Figuren, also nicht die einzelnen kleinen Minifiguren, die etwas größeren. Ich glaube, die Sets, die liegen so rund bei 10 € rum. Sind aber auch nicht schlecht. Wisst ihr was? Ich versuche es immer unter dem Video zu verlinken, wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt. Vielleicht auch teilweise schon günstiger. Ich meine 10 €, aber wenn es gibt, vielleicht auch etwas günstiger. Schaut mal unter den Link nach. Da werde ich das ein oder andere drunter verlinken. Und dann geht es natürlich mit dem Comic weiter. Scheint interessant zu sein. So, und jetzt haben wir 31 Seiten Comic. Ist auf Seite 10 erst angefangen. Zwischendurch noch ein paar Seiten Merchandising und sowas alles. Also hat es nicht ganz 20 Seiten, das Comic. Aber scheint interessant zu sein. Besonders hier. Der Bösewicht. Ja, den habe ich auch noch. Hier habe ich so eine Kiste, nämlich, wo ich immer die Figuren rein tue. Von Marvel, die ich immer zwischendurch mal brauche zum Aufbauen. Wenn ich die Rahmen für mich zu Hause aufbaue, hier ist die Figur. Sieht stark aus. Aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir jetzt das Ende. Und was haben wir nächste Mal drin? Ah, hier noch nicht. Auf Seite 34. Und nächste Mal ist dabei, tadaat, Captain America. Richtig cool. Ein Held der Amerikaner. Die Captain America Figur und die Ausrüstung extra.
Das ist cool. Das ist bestimmt nur so ein Lego-Stein, wo der draufkommt, mehr auch nicht. Aber ist trotzdem richtig cool. Wie gesagt, werde ich natürlich auch unboxen. Ist ja ganz klar. Ist ja sowieso eine Minifigur, die ich unboxen werde. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir alles in die Kommentare. Wie findet ihr das brandneue und aktuelle Lego Marvel Adventure Magazin Nummer 5 für 4,50 € mit die Thor-Minifigur? So, und jetzt brauche ich sie natürlich nicht auspacken. Warum nicht? Weil wir genau die gleiche oder selbe schon mal drin hatten. Das ist nämlich die mit die Punkte drauf. Das ist diese Figur. Absolut identisch. Mundzug. Alles identisch. So, jetzt zeige ich euch die mal von nahen, damit ihr auch. Nein, ich sehe gerade, das ist die falsche. Die hat 2 Punkte, die hat 3. Das ist die dann. Ha. Ja, dabei kann man sich nämlich absolut vertun. Es sind zwei verschiedene nämlich. Obwohl der Druck fast gleich ist. Da ist ein bisschen mehr Rot, dunklere Beine. Ihr seht es vielleicht. Wisst ihr was? Das täuscht. Das ist auch wieder zwei verschiedene. Ich packe sie doch mal sicherheitshalber aus. Ich nehme eine weg und packe sie jetzt doch aus, weil das scheint doch eine ganz andere Figur zu sein. Ich habe erst gedacht, das wäre die gleiche. Aber die hat dann einen Punkt mehr auf der Brust. Ah, ich wollte gerade sagen, wo ist der Mantel? Hier ist er. Also, wie gesagt, zack, zack. Ja, das ist eine andere. Ist eine andere Brustbedruckung. Ups, jetzt habe ich das. Na. Ja, die Augen sind auch etwas anders, sehe ich gerade. Aber nicht viel. Aber trotzdem, doch, es ist die Figur an sich, wenn man daneben hält, ist nicht bläulich, ist silberlich. Also ist doch eine ganz andere Thor-Minifigur. Ich hoffentlich kommt das jetzt so bei euch rüber, dass ihr das seht. Das ist die Figur, die dabei ist. Das ist eine ältere. Habe ich auch erst gedacht, sie wäre gleich. Ist sie aber nicht. Die kommt nämlich weg. Die hat nämlich so Glitzeraugen, hat zwar, ja, der Umhang ist ein bisschen roter, aber trotzdem, jetzt bauen wir mal eben den Blitz zusammen. Eine Seite natürlich sein Hammer, wie es sein soll. Haha, und jetzt kommt der Blitz. Das ist nämlich transparente Halterung hier. Ups, wo ist er? Ah, Tor ist abgestürzt, ist abgehauen. Ja, das gibt's ja wohl gar nicht. Ist runtergefallen. Ach, so ein Mist. So, da ist er. Jetzt kriegt er den Blitz. Ja, ich sollte es sein, dass immer für die Kamera schnell hastig was zusammenzusetzen. Fällt immer 1 bis 2 Teile runter. So. Jetzt habe ich ein Tor zum Tor gemacht. Also, wie gesagt, ihr seht, ich mal das Comic da Hintergrund weg. Der Blitz ist schön lang, kann man was mit anfangen. Von vorne. Hoffentlich kommt jetzt die Brustbemalung richtig schön rüber. Die Augen, ihr seht selber, die haben so einen Blitz in drinne. Andere Seite. So ein heller. Also, wie nicht vermutet, das ist eine etwas andere Figur. Eine andere, seht ihr selber. Brustbedruckung, hier ist mehr blau, der ist mehr in silbergrau gehalten, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich eine wunderbare, schöne Lego Thor Minifigur. Muss man echt sagen. Aber nichtsdestotrotz. Ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare,
wie ihr das Magazin findet. Habt ihr es vielleicht selber schon? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Ich versuche natürlich irgendetwas von die größeren Lego-Figuren unter dem Video zu verlinken. Wie gesagt, sicher, bequem auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber schauen. Das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.